Schon seit mehreren Tagen finden die Feierlichkeiten anlässlich des 50. Thronjubiläums von König Carl Gustav in Schweden statt. Am Abend des 15. September stand ein besonderes Ereignis an, das Jubiläumsbankett, zu dem die Royals, besonders die Damen, modisch auftrumpften. Funkelnd und glitzernd in Gelb erschienen Königin Silvia von Schweden und Königin Sonja von Norwegen. Fast hat es den Anschein, die Damen hätten hier einen Dresscode vereinbart. Auch in Gelb, dafür weniger glitzernd, erscheint Prinzessin Sophia von Schweden. Ihre elegante Robe hat goldene Applikationen an den Schultern und der Hingucker ihres Outfits ist ihr Diadem mit auffälligen bernsteinfarbenen Diamanten. Ebenfalls farblich abgesprochen zu haben, scheint sich dieses Kronprinzessinnen-Duo. Victoria von Schweden und Mary von Dänemark erscheinen je in Blau. Die schwedische Thronfolgerin bezaubert in einer märchenhaften Traumrobe mit Tüllrock und einem Farbverlauf, der zum Saum hin dunkler wird. Ein edles, funkelndes Diadem schmückt ihr Haupt. Und Mary? Die ließ für den Anlass eines ihrer alten Lieblingskleider umschneidern. Statt eines Blumenmusters ziert das Kleid nun ein transparenter Glitzerstoff um Schultern und Dekolleté. Und eine letzte royale Dame verzaubert uns mit ihrem atemberaubenden Look. Madeleine von Schweden, die in einem Märchendress in silbrigem Weiß erscheint. Es ist über und über mit Glitzersteinen besetzt und besteht aus einem Kleid selbst plus einem feinen Cape aus transparentem Stoff und funkelnden Steinchen. Ein wahrlich königlicher Look, der sich einreiht in die wunderschönen Bankettoutfits der royalen Damen.